Auch beim nächsten Abschnitt dieses Arbeitsblattes schauen Sie sich mal bitte die erste Aufgabe, die ja gleich nach einigen Zeilen kommt, erstmal alleine an. Drücken Sie also auch auf Pause und versuchen Sie sich das anhand des Diagramms die Antwort auf die Frage selbst herzuleiten. Bleiben wir erstmal bei der isokratischen Trennung. Das sind also die Trennungen, bei der die Zusammensetzung der mobilen Phase konstant bleibt. Und Sie sehen, wenn Sie sich mal diese Peaks anschauen, diese gepunkteten Peaks, dass es immer eine Tendenz gibt zur Peak-Verbreiterung. Insgesamt sollen das drei Analyte sein. Die haben alle drei denselben Gehalt und ganz wichtig, die haben denselben Response-Faktor. Das heißt, die werden beim Detektor mit der gleichen Empfindlichkeit detektiert. Und der erste Peak, der ist noch schön schmal und hoch, so wie wir Peaks haben wollen, aber es gibt eine Tendenz zur Peak-Verbreiterung. Dabei flachen die Peaks aber auch ab. Die Fläche letzten Endes bleibt dieselbe, wenn Sie eben denselben Gehalt und denselben Response-Faktor haben, also wenn Sie gleich empfindlich detektiert werden. Warum ist das so? Das können Sie sich vielleicht ganz einfach selber überlegen, wenn Sie folgendes Gedankenexperiment mit mir durchgehen. Stellen Sie sich mal vor, wir fahren alle von Karlsruhe nach Berlin. Jeder setzt sich in ein Auto rein, ganz alleine, und fährt auf der Autobahn Richtung Berlin. Wir starten alle gleichzeitig in Karlsruhe. Und bei Mannheim, ziemlich nah an Karlsruhe, irgendwo liegt Mannheim, da haben wir einen Posten aufgestellt an der Autobahn und da fahren wir alle dran vorbei. Bei Mannheim, also nahe an Karlsruhe, da werden wir noch alle an einem zum ziemlich ähnlichen Zeitpunkt vorbeikommen. Da wird noch kein großer Unterschied sein. Aber wenn wir weiterfahren, jeder von uns in seinem eigenen Auto nach Berlin, dann werden die individuellen Unterschiede immer größer. Und wenn wir noch in Mannheim ziemlich nahe aneinander sind an der Zeit bei den Posten, ist es eben je näher wir nach Berlin kommen, desto größer sind diese individuellen Unterschiede, mit denen wir eben an einem anderen Posten vorbeikommen. Warum ist das so? Weil eben auch der Zufall ein bisschen eine Rolle spielt. Also der eine fährt auf der Autobahn ein bisschen so und macht mal einen Schlenker mehr, einen weniger. Und diese Diffusionsbewegungen auf molekularer Ebene, die führen dazu, dass es eben eine Tendenz gibt zur Peak-Verbreiterung auch, ne? Weil wir eben alle klein bisschen unterschiedlich unterwegs sind. Je näher wir am Startpunkt sind, desto kleiner sind diese Diffusionsvorgänge, desto weniger Rolle spielen die. Deswegen kommen wir da noch ziemlich nahe dran, ziemlich nahe noch aneinander. Aber natürlich, je länger eben diese Wegstrecke ist, desto stärker wird dieser Anteil. Und es führt eben dazu, dass die Peaks immer breiter werden. Zu Beginn sind sie alle schön schmal, weil diese Diffusionsvorgänge keine so große Rolle spielen. Aber mit steigender Wegstrecke nimmt einfach deren Bedeutung zu. Das kennen Sie auch alle. Haben Sie alle schon auch gesehen bei der Dünnschichtchromatographie. Sie haben alle fein säuberlich den Probepunkt ganz fein mit einer Kapillare aufgetragen auf der Startlinie. Und jetzt, wenn der Fleck nach oben wandert, dann wird er immer breiter. Obwohl Sie das so ganz klein und punktförmig aufgetragen haben, so wie es sein soll, werden die Peaks immer breiter, je weiter Sie nach oben, werden die Flecken immer breiter. Und oben, obwohl Sie es hier punktförmig aufgetragen haben, oben sind es irgendwann mal Riesenflecken, die zum Teil auch ineinander laufen können. Ja, das ist alles darauf zurückzuführen, dass die Diffusionsvorgänge eine immer größere Rolle spielen. Und das kann man eben hier auch erkennen an diesem Chromatogramm, dass halt eben das eine Tendenz gibt zur Peak-Verbreiterung. Das gilt sowohl bei der isokratischen Trennung als auch bei der Gradiententrennung. Bei der Gradiententrennung sind sie hier, werden die Peaks auch breiter. So, was ist der Unterschied? Bei der Gradiententrennung arbeitet man halt mit einer variablen Zusammensetzung der mobilen Phase, die ändert sich während des Laufs. Und ich würde mal sagen, wenn Sie sich dieses Diagramm anschauen, dieses Chromatogramm, dann sehen Sie ja auch, bei der Gradiententrennung erscheinen die drei Peaks insgesamt in einer kürzeren Strecke. Das ist also die deutlich bessere Trennung. Wir haben schön basisliniengetrennte Peaks, also die sind nicht ineinander gelaufen, aber die gesamte Analysezeit ist deutlich kürzer. Dadurch, dass man halt eben die Polarität der mobilen Phase im Verlauf der chromatographischen Trennung anpasst, bekommt man eben da eine bessere Trennung hin. Will heißen, man hat sie noch schön getrennt in einer kürzeren Zeit. Bei der isokratischen Trennung, da würde man viel, viel länger warten müssen, bis da auch der letzte Peak erschienen ist. Sie können also hier aufschreiben bei der Aufgabe 2.2 folgende Musterlösung, wenn Sie eine haben wollen.
Mit steigender Retentionszeit gibt es die Tendenz zur Peakverbreiterung, weil individuelle Laufzeitunterschiede der Moleküle eine immer größere Bedeutung gewinnen. Gleichen Sachverhalt gibt es auch bei der DC, Fleckenverbreiterung mit steigender Trennzeit, zum Beispiel durch Diffusionsvorgänge. So, und bei der Gradiententrennung sind Peaks und Retentionszeit optimiert, da auch stärker retardierte Analyte durch die steigende Eduktionskraft früher am Detektor erscheinen. Man hat also wirklich das geschafft, dass man eben die Polarität der mobilen Phase so verändert, dass die Eluzionskraft am Ende hin stark zunimmt und dann auch die Peaks, die die stärksten Wechselwirkungen zur stationären Phase ausbilden, dass die eben auch noch einigermaßen pünktlich eluiert werden und am Detektor erscheinen. Wie muss die Polarität sich in einer Chromatographie ändern, damit die letzten Peaks bei kürzerer Retentionszeit erscheinen? Begründen Sie kurz. Nach dem, was wir vorher gesagt haben zur Normalphasenchromatographie und zur Umphasenchromatographie, sollten Sie eigentlich das alleine beantworten können. Drücken Sie also bitte kurz Pause und überlegen Sie sich die Antwort alleine. Bei der Normalphasenchromatographie, da muss eben die mobile Phase immer polarer werden, weil die hat sich ja eben dadurch ausgezeichnet, dass wir polare Wechselwirkungen haben zwischen der stationären Phase und der Analyte. Und damit auch die polarsten der Stoffe irgendwann mal eluieren, muss halt die mobile Phase sozusagen dazu in der Lage sein, diese Bindungen aufzubrechen. Das heißt, man würde im Verlauf der Trennung den H2O-Anteil zum Beispiel erhöhen, also die polaren Komponenten, deren Anteil muss deutlich größer werden. Bei der Umkehrphasenchromatographie gilt genau das Gegenteil. Da haften ja die Analyse mit van der Waals-Kräfte an der stationären Phase und auch auch wirklich extrem unpolaren Analyte irgendwann mal am Detektor erscheinen zu lassen, müssen wir die mobile Phase immer unpolarer werden lassen, weil dann eben diese van der Waals-Kräfte aufgebrochen werden können. Das heißt, wir müssen zum Beispiel den Wasseranteil verringern, oder wir müssen den Ionenanteil in der Flüssigkeit in der mobilen Phase verringern und so weiter. Als nächstes lesen Sie sich doch bitte den Abschnitt 3 durch zur hydrophoben Interaktionschromatographie, die eben bei der Proteinaufreinigung benutzt wird. Da gibt es wirklich wichtige Unterschiede zur HPLC. Es gibt Gemeinsamkeiten, aber das Trennprinzip, werden Sie sehen, ist nicht ganz vergleichbar. Also den gesamten Abschnitt 3 bitte lesen und dann auch den Lückentext, der dann eingebettet ist, den bitte auch dann beantworten. Bei der hydrophoben Interaktionschromatographie, da haben wir eigentlich eine Umkehrphasenchromatographie. Wir fangen an mit einer extrem polaren mobilen Phase. Das ist in diesem Fall eine konzentrierte Salzlösung, zum Beispiel eine Ammoniumsulfatlösung. Und wir haben eine unpolare stationäre Phase. Allerdings gibt es da charakteristische Unterschiede, wie Sie gelesen haben. Da werden zum Beispiel jetzt nicht C18-Reste eingesetzt häufig oder C8-Reste, sondern es gibt dann Terzbutylreste oder Phenylreste. Aber es bleibt dabei, wir haben Kohlenwasserstoffreste an der stationären Phase, die damit unpolar ist. Genau wie bei der Umkehrphasenchromatographie. So, und zu Beginn ist die Salzkonzentration so hoch, dass die hydrophoben Bereiche, also die unpolaren Bereiche aller Proteine, die in der Probe drin sind, freigelegt werden und alle Proteine hängen sozusagen an der stationären Phase zu Beginn. Kann sich das also so vorstellen? Wir haben eine stationäre Phase und wir haben verschiedene Proteine, die da aufgetragen wurden. Und in diesem Startbereich hängen also jetzt diese verschiedenen Proteine, alle mit ihren unpolaren Resten an der stationären Phase, so im Startbereich der Säule. Und jetzt wird die Salzkonzentration immer weiter herabgesetzt. Das heißt, die mobile Phase, die wird immer unpolarer gemacht. Wir haben ja vorher bei der Heliotropenreihe gesehen, dass Salzlösungen noch polarer sind als Wasser. Und wenn man jetzt hergeht und senkt die Salzkonzentration, dann macht man die mobile Phase unpolarer. So, und bei diesem Vorgang kommt man irgendwann mal zu einer charakteristischen Salzkonzentration, wo dann das jeweilige Protein nicht mehr
an der stationären Phase bindet, sondern abdissoziiert und dann mit der mobilen Phase weiter transportiert wird. Und das ist bei jeder Proteinsorte eine andere Salzkonzentration. Also zu Beginn hängen sie alle dran und dann senkt man immer weiter die Salzkonzentration und irgendwann mal beginnen halt eben die einzelnen Proteine sich dann zu lösen. Zum Beispiel in diesem Fall ist es jetzt so, dass sich das rote Protein schon gelöst hat. Das hat nicht so große hydrophobe Bereiche gehabt und es wird dann als erstes eluiert. Das andere Protein hängt noch bei dieser Salzkonzentration in diesem Startbereich der stationären Phase. Erst wenn man die Salzkonzentration noch weiter verringert, ist die Polarität so gering geworden, der mobilen Phase, dass auch das dann da eluiert wird. Und so werden die Proteinarten nach und nach eluiert. Das ist also so ein Alles-oder-Nichts-Prinzip im Prinzip. Anders als bei der HPLC ist es hier, dass sie entweder sozusagen hängen an der stationären Phase oder vollständig dann eben mitwandern. Die wandern nicht so langsam durch die Säule wie bei der HPLC, sondern die hängen zu Beginn alle im Startbereich und irgendwann mal werden sie davon entfernt. Sie können sich also Folgendes aufschreiben als Zusammenfassung. Wir haben eine extrem polare mobile Phase, eine konzentrierte Salzlösung und eine unpolare stationäre Phase. Und alle proteinären Anteile binden zu Beginn über van der Waals-Kräfte im Anfangsbereich der stationären Phase. Diese van der Waals-Kräfte, die werden im biologischen Bereich auch häufig unpolare Kräfte einfach genannt. So, dann ist es eben auch eine Gradiententrennung. Das heißt, die Ionenkonzentration und damit die Polarität wird immer weiter gesenkt und die mobile Phase wird dadurch immer unpolarer. Und bei einer charakteristischen Salzkonzentration löst sich das Protein und wird eluiert. Und letzten Endes gibt es also Ähnlichkeiten zu dieser Umkehrphasenchromatographie. Allerdings ist das Trennprinzip bis zu einem gewissen Grad auch eben anders, weil hier alles an der stationären Phase im Anfangsbereich hängt, zu Beginn. Für diesen Lückentext können Sie gerade eben folgende Worte dann eben benutzen. Die waren ja alle angegeben. Bei der hydrophoben Interaktionschromatographie gilt das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Bei einer bestimmten Salzkonzentration ist eine Proteinart entweder permanent gebunden oder läuft unretardiert mit der mobilen Phase mit. Es gibt nur die Wanderungsgeschwindigkeiten 0% und 100%. Und 100% meint eben die Geschwindigkeit der mobilen Phase. Je nach Salzkonzentration trifft der eine oder der andere Wert zu. Bei der HPLC gibt es die Geschwindigkeiten 0% bis 100% und alle Werte dazwischen, das ist eben genau der Unterschied. Bei der HPLC läuft ein Stoff langsam die stationäre Phase lang und geht zu jedem Zeitpunkt etwas Wechselwirkungen mit der stationären Phase ein und irgendwann mal kommt er am Detektor an. Bei der hydrophoben Interaktionschromatographie, dann ist er zu Beginn gebunden, bis eben die Salzkonzentration passt und der läuft dann mit der kompletten Geschwindigkeit der mobilen Phase dann mit, wenn er dann abdissoziiert von der stationären Phase und kommt am Detektor an. Ist die Elutionskraft auf die Verbindung nicht so groß, dauert es einfach länger, bis der Stoff am Detektor erscheint. Bei der HPLC und bei der hydrophoben Interaktionschromatographie wird bei nicht passender Elutionskraft der Stoff gar nicht weiter transportiert. Deshalb ist für das chromatographische Auflösungsvermögen die Säulenlänge bei der hydrophoben Interaktionschromatographie nicht besonders relevant, denn sie bedeutet nicht automatisch bessere Trennung. Vielmehr steigt hierdurch die Säulenkapazität. Das heißt, es kann mehr Protein aufgetragen und auch mehr aufgereinigt werden. Also die Säulenlänge ist bei der HPLC wirklich entscheidend. Hier ist es aber nur von untergeordneter Bedeutung, also nur für die Kapazität wichtig.